Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Rapper und dem Täter geworden. So etwas hat es in der Deutschrap-Szene noch nie gegeben. Meistens endet der Beef genauso schnell, wie er angefangen hat. Und beide Parteien machen einfach weiter, als ob nichts wäre. Doch im Fall von Cerro läuft alles anders ab. Nachdem er den Angriff überlebt, wird er ins künstliche Koma versetzt. Später wacht er auf und hat eine wichtige Nachricht an die Täter. Er will nämlich wissen, wer sie sind und möchte die Kette wieder haben. Dank Rapcheck erhält er exklusive Antworten vom Täter. Und da fängt das ganze Drama an. Nun sind ein paar Tage vergangen und endlich bekommt er neue Anweisungen. Im neuesten Statement erklären sie, dass sie ein Treffen zustimmen. Er wird alle weiteren Informationen erhalten, wann und vor allem wo. Auch die Kette wird gezeigt. Hier findet ihr das passende Video. Schaut es euch an. Hast du 100.000 eingeholt? Sehr gut, kleiner Mann. Wir beobachten dich und wissen alles über dich und deine Familie. Und auf keine falschen Gedanken, sonst wird bald deine Beerdigung stattfinden. Wir schicken dir den Standort, wo wir uns treffen. Keine Polizei oder anderen Leute. Wenn du nicht das machst, was wir dir sagen, werden wir die Kette schmelzen und dann siehst du sie nie wieder, du. Wir sind deine Kunden. Hast du verstanden?